BSTV – Videos aus der Region. Niedrigzins. Lohnt sich Sparen überhaupt noch? Um diese Frage drehte sich alles bei einer Podiumsdiskussion der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen im K3N in Nürtingen. Neben Burkhard Wittmacher, dem Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, nahmen auch Dr. Karin Assenmacher von der Europäischen Zentralbank, Professor Dr. Hans-Peter Burkhoff von der Universität Hohenheim und Peter Simon, Europaabgeordneter der SPD, auf dem Podium Platz. Es entwickelte sich eine muntere Diskussion. Und natürlich ging es auch um die Frage, ob die Zinsen wieder ansteigen werden. Meine Sorge ist, die Zinsen werden langfristig so niedrig bleiben. Und wenn sie langfristig niedrig bleiben, dann werden wir irgendwann auch wieder Situationen haben, wo die Inflation ansteigt, trotzdem die Zinsen niedrig sind. Und dann werden wir die befürchteten Effekte auch für die Sparer und für die Altersvorsorge sehen. Und ich weiß gar nicht, warum Sie so negativ sind über die EZB, weil über den Zeitraum, wo die EZB existiert, hat sie eine Inflationsrate von etwa 1,7% im Durchschnitt erzielt. Das ist eine niedrigere Inflationsrate, als die Bundesbank zu der Zeit ihrer Existenz durchgesetzt hat. Und ich denke nicht, dass es irgendeinen Grund gibt, daran zu zweifeln, dass die EZB auch die Zinsen wieder erhöhen wird, wenn die Inflation entsprechend ansteigt. Wir würden uns alle freuen, wenn Sie recht haben. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das, was wir jetzt an Krise unken, heißt auch, wir brauchen eine Rettung vor unserer eigenen Aussage. Wenn jetzt eine Krise kommt, hat man natürlich wieder einen Grund, den Zinsen unten zu lassen. Ja, das ist, man muss ja, da nur eine Zuspitzung haben in den Weltfinanzmärkten und schon hat man wieder eine Brücke und sagt, ja, wir wollten, aber dann konnten wir eben doch nicht. Ja, aber dann die Jahre, wo man gekonnt hat, sind möglicherweise schon wieder vorbei. Ja, aber dann hat man ja auch einen Wirtschaftseinbruch und dann hat man wieder eine fallende Inflation. Genau, wunderbar, dann ja, hilft es ja wieder. Aber warum soll man jetzt alles abwürgen und die Zinsen erhöhen, damit man dann nachher, wenn das dann irgendwie nochmal dicker kommt, wieder Zinsen senken kann? Aber sie würgen also ja gar nichts ab. Im Nordeuropa läuft es wunderbar, nicht nur in Deutschland, auch in einigen anderen Ländern. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, in Südeuropa, wo sie Probleme haben, liegen die Probleme häufig nicht am Zins. Im Grunde genommen, sie schießen mit einer Riesenkanone auf Probleme, die sie damit gar nicht treffen. Sondern in Griechenland, in Italien, es hängt an den Reformen, es hängt an den Strukturen, es hängt an dem Regierungssystem, das nicht funktioniert, an der Korruption, an verkrusteten Strukturen, an fehlender Marktwirtschaft, an einem maroden Bankensystem. Es gibt so viele Probleme in diesen Ländern, ja, die man lösen kann, ehe man anfängt, mit den Zinsen drauf zu schießen. Peter Simon, der etwas später zur Diskussion dazugestoßen war, machte den Sparern wenig Hoffnung auf stark steigende Zinsen. Was aber Wahrheit ist, ist auf die Frage des heutigen Abends bezogen, dass dieses Niedrigzinsniveau, was wir eingeführt haben, was überhaupt die Schuldentragfähigkeit für viele Staaten sicherstellt, allein aus diesem Grund, das ist meine persönliche Prognose, auf absehbare Zeit und auf alle Zeiträume, die Sie irgendwo interessieren, nicht mehr auf ein Maß zurückgeführt werden oder hochgeschraubt werden kann, was wir vor der Krise hatten. Da werden wir nicht hinkommen, weil allein die Belastung der Staatshaushalte so hoch wäre, dass Ihnen ein Euro Land nach dem anderen über die Wupper gehen würde. Oder hier sagt man die Donau oder was auch immer. Das Ding heißt Neckar, aber ist egal. Neckar. Nach dem Podium haben wir noch mal genauer nachgefragt, was denn nun mit den Zinsen passiert. Die EZB hat angekündigt, dass die Zinsen noch bis zum Sommer 2019 tief bleiben werden, mindestens. Und wie das danach aussieht, das werden wir sehen. Also die Geldpolitik ist immer datengetrieben, das heißt, wir haben keine Kristallkugel. Wir können jetzt nicht sagen, wie die Situation im nächsten Jahr aussieht. Im Moment müssen wir noch Geduld haben, also die Wirtschaft geht deutlich besser, aber wir sind noch nicht am Ziel und deshalb müssen wir vorsichtig handeln. Die Zinsen werden steigen, sie werden noch nicht so schnell steigen, wie viele sich das wünschen. Aber ich bin mir oft genug nicht sicher, ob die Menschen sich eigentlich ausmalen, was das für sie hieße. Gerade die vielen Häuslebauer, wenn da nach 10 Jahren das Zinsniveau auf Vorkrisenniveau wäre, ich glaube, da hätten viele Finanzierungsprobleme. Insofern, das muss man ganz nüchtern für sich durchrechnen, wie viel Zinserhöhung man sich da eigentlich wünscht. Doch was kann man tun, um zu sparen? Burkhard Wittmacher empfiehlt das Sparen mit Aktien. Und das geht auch im fortgeschrittenen Alter. Anlageentscheidungen müssen immer individuell getroffen werden. Und auch ein Nicht-20-Jähriger kann auch heute noch in Aktien anlegen. Es ist immer eine Frage des persönlichen Portfolio-Mixes. Wie viel Vermögen ist da und einen bestimmten Teil des Vermögens, auch denjenigen, den ich nicht sofort brauche, den kann ich auch heute noch in Aktien investieren. Da ist jeder gut beraten. Mein Sicherheitspolster, das ich für unvorhergesehene Investitionen brauche, das darf ich natürlich nicht in Aktien anlegen. Deswegen muss es immer individuell aufgrund der persönlichen Bedürfnisse entschieden werden, welche Anlageform die richtige ist.
Es bleibt also vorerst dabei, dass die Zinsen niedrig bleiben. Und so muss sich jeder Sparer nach Alternativen umschauen. ESTV – Videos aus der Region.